Herzlich willkommen bei Finanzen im Griff. Mein Name ist Marek. In diesem Video geht es um die Clark Versicherungs-App. Zuallererst zeige ich dir, für wen die App geeignet ist. Danach zeige ich dir die Bonis, die du dir holen könntest. Ich habe auch einen Boni bekommen. Und dann zeige ich dir die Anmeldung. Und als letztes schauen wir uns die App einfach genauer an und was für Möglichkeiten es gibt. Fangen wir erstmal an. Für wen ist die App geeignet? Ich habe hier ein paar Punkte aufgeschrieben. Und zwar ist es eigentlich nur geeignet für denjenigen, der keinen Berater hat und alle Versicherungsverträge selbst verwaltet. Da ich meine Versicherungen auch selbst verwalte, habe ich eben die App installiert, habe mir einen Boni geholt und habe dann noch gemerkt, ob ich gut dabei bin oder nicht. Dazu kommen wir dann später noch. Und was ich noch empfehlen kann, wenn du Selbstverwalter bist, dass du dein Risikobewusstsein schärfst. Dazu habe ich schon ein eigenes Video gemacht, das verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, für wen Clark nicht geeignet ist. Eigentlich ist es für alle, die einen Berater haben und damit zufrieden oder unzufrieden sind, nicht geeignet. Warum? Auch bei nicht zufriedenen Kunden ist ganz einfach, dass du mit dem Berater erstmal sprechen musst, was deine Probleme sind, weil die meisten sind unzufrieden, aber sprechen nicht darüber mit ihrem Berater, was das Problem ist und könnten das Problem aus der Welt schaffen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass du nicht einfach so die Clark-App installierst und das Maklermandat einfach wegziehst von deinem aktuellen Berater, nur weil du einfach unzufrieden bist und nicht darüber gesprochen hast mit ihm. Was wesentlich sinnvoller ist als Clark, ist ganz klar das Finanzgutachten von Marco, da es ohne Maklermandat funktioniert. Und da stehen deine Ziele und Wünsche im Vordergrund, was bei der Clark-App eben nicht so ist. Dieses Finanzgutachten ist ein Gesamtkonzept. Somit werden nicht nur Versicherungsverträge geprüft, sondern auch Steueroptimierung betrieben, Strom- und Gastarife werden verglichen und Immobilienfinanzierung sind auch möglich. Also ist ein wirklich sehr gutes Konzept. Deswegen empfehle ich dir, dass du einfach mal das Video anschaust und am besten einen Termin ausmachst. Im Schnitt spart ein Kunde bei Marco 5.000 Euro in 5 Jahren. Also ist wirklich sehr, sehr viel Potenzial. Das Finanzgutachten ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Welche Bonis kannst du mitnehmen, wenn du die Clark-App installierst und Verträge hochlädst? Ich habe jetzt hier was bei Payback gefunden. Wenn du jetzt noch kein Payback hast, kannst du gern ein Payback-Konto öffnen über meinen Link. Dann bekommst du 2 Euro Bonus, wenn du es öffnest. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Aktuell bekommst du durch diesen Coupon pro Versicherung 750 Punkte, was 7,50 Euro sind. Allerdings zählt es erst ab 2 Versicherungsverträgen. Das heißt, du musst mindestens 2 hochladen, damit du überhaupt was bekommst. Dann hättest du 15 Euro, wenn du 2 Verträge hochgeladen hast und maximal sind 7.500 möglich. Das heißt, es sind 75 Euro, was maximal möglich sind. Dann müsstest du aber halt 10 Verträge haben. Also ich kenne jetzt niemanden, der 10 Versicherungsverträge hat, aber soll es ja auch geben. Von dieser Aktion sind manche Versicherungen ausgeschlossen. Hier haben wir zum Beispiel die gesetzliche Kranken- und Rentenversicherung, Garantieverlängerungen und so weiter. Also die sind immer zu beachten. Das heißt, wenn ich dir andere Aktionen zeige, die sind da meistens auch ausgeschlossen. So, jetzt kommen wir zur zweiten Möglichkeit. Und zwar kannst du von Freunden geworben werden oder eben von mir. Ich habe den Link unten in die Videobeschreibung reingepackt. Bekommt der Freund und du 50 Euro jeweils, was einfach eine gute Summe ist. Ich habe jetzt hier alle Bedingungen gescreenshottet, also da hast du eine gute Übersicht und habe jetzt auch die wichtigen rot markiert, die ich persönlich als wichtig empfinde und die schauen wir uns ganz kurz genauer an und dann kommen wir zum nächsten Bonus. Fangen wir an, hier haben wir das Wichtigste überhaupt, dass du eben den Maklermandat erteilen musst, der Clark App, und diese muss auch akzeptiert werden und du musst mindestens 12 Monate bei Clark bleiben, also das Maklermandat muss 12 Monate bestehen, ansonsten können sie halt das Geld zurückverlangen. Genau, dann ist es so, dass nur gültige Verträge zählen. Das heißt, es müssen Verträge hochgeladen werden und die müssen erst bestätigt werden. Das schauen wir uns dann in der App nochmal genauer an. Und dann ist wieder eben ausgeschlossen gesetzliche Krankenversicherung und so weiter. Und es müssen genauso wieder mindestens 2 Versicherungen hochgeladen werden. Ansonsten klappt die 50 Euro Werbung gar nicht. Dann haben wir hier eben noch, dass du den Link benutzen musst. Und ganz wichtig ist, dass du nach der Registrierung 4 bis 6 Wochen Zeit hast, die Verträge hochzuladen und bestätigen zu lassen. Wenn du das nicht innerhalb dieser Zeit machst, dann verfallen diese 50 Euro. Dann haben wir noch einen Punkt, der wichtig ist. Die Bestätigung kann mehrere Wochen dauern und die Überweisung erfolgt in der Regel 1 bis 2 Wochen danach. Und da habe ich noch einen letzten Punkt, dass man natürlich die korrekten Daten angeben muss und dass es eben Clark akzeptiert, ganz wichtig. Und das sind so die wichtigsten Punkte, damit du geworben werden kannst und du auch die 50 Euro bekommst. Jetzt kommen wir zur dritten und letzten Möglichkeit und zwar Cashback-Seiten. Ich habe jetzt Schub rausgesucht, weil die am meisten Cashback bieten. Da haben wir jetzt 30 Euro Cashback und wenn du noch nicht bei Schub angemeldet bist,
kannst du dich gern über meinen Link anmelden. Den findest du unten in der Videobeschreibung. Bekommst du 10 Euro obendrauf, wenn du ein Cashback für 10 Euro bekommst. Hier haben wir 30 Euro Cashback, also bekommst du insgesamt 40 Euro und das ist eigentlich der sicherste Weg. Und du musst auch hier wieder nur zwei Verträge hochladen und natürlich zählen wir die Rentenversicherung und so weiter nicht dazu. Auch wieder alle Bedingungen nachlesen. Gab es auch mal öfter Aktionen mit den Gutscheinen, was eben mein Bonus war. Ich habe pro Vertrag 15 Euro Amazon-Gutschein bekommen. Ich habe drei Verträge und habe dann halt 45 Euro in Form von Amazon-Gutscheinen bekommen. Die Gutscheine wurden recht zuverlässig ausgezahlt. Nur beim letzten Gutschein gab es ein bisschen Probleme. Habe danach gefragt, wo der bleibt und dann kam er am nächsten Tag. Also auch kein Problem. Generell kann ich dir Cashback-Seiten oder auch Cashback empfehlen. Ich persönlich habe mit meinen Cashback-Seiten schon weit über 1000 Euro gespart. Und insgesamt meinen ganzen Cashback-Aktionen, was ich jemals gemacht habe, sollten es weit über 2000 Euro sein. Also ich finde, das ist eine gute Ausbeute. Deshalb empfehle ich dir meine Cashback-Playlist. Die verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. So, jetzt springen wir zu meinem Smartphone, damit wir uns bei der Clark-App anmelden können. So, dann kommen wir zum dritten Punkt, zur Anmeldung bei Clark. Ich gehe jetzt auf meinen Link, klicke ich einfach drauf und dann geht schon mal die Web-App auf und zeigt einfach mal, welche Vorteile du hast, wenn du bei Clark registriert bist. Dann gehst du einfach auf Weiter. Dann wird nach der Rufnummer gefragt, die einfach eingeben und auf Weitergehen. Dann erhältst du einen Sicherheitscode, den gibst du jetzt hier ein und gehst auf Weiter. So, jetzt können wir Versicherungsverträge hinzufügen. Einfach draufklicken unten und dann kann man hier oben nach einer Versicherung suchen oder man scrollt einfach runter. Ich persönlich suche jetzt einfach raus, die ich brauche. So, jetzt habe ich die schon, die Kfz-Versicherung, klicke ich drauf und dann fragt er nach dem Versicherer. Das ist in dem Fall die HUK24. Genau. Und dann kann man noch eine Versicherung auswählen. Ich wähle gleich beide aus, dann habe ich es gleich erledigt. So, jetzt habe ich beide ausgewählt. Du siehst oben Kfz- und Motorradversicherung und dann gehe ich auf Weiter. Jetzt kommen die persönlichen Daten. Einfach alles ausfüllen und auf Weitergehen. So, jetzt wird nach dem Maklermandat gefragt. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, dass es nicht draufsteht, dass wenn du jetzt aktuell einen Berater hast, dass dem das Mandat entzogen wird. Das sieht man hier leider nicht, das finde ich ein bisschen schade, aber so ist es leider. Und dann geht man hier eben auf OK und geht auf Jetzt unterschreiben und unterschreibt das Formular und geht dann wieder auf Weiter. Jetzt ist die Frage, wie bist du aufmerksam geworden auf Clark? Vielleicht durch meinen Kanal oder durch sonstiges und einfach hinschreiben, was du eben hattest. YouTube zum Beispiel, bei mir war es auch YouTube tatsächlich und dann gehen wir auf Weiter. Bei mir war es ein Influencer und nicht die YouTube-Werbung und geh auf Weiter. Jetzt musst du noch ein Passwort vergeben für dein Konto und dann gehst du wieder auf Weiter. So, jetzt kommen wir zum Clark-Bedarfscheck. Der ist an sich ganz okay, nur wird eben nicht auf die Ziele und Wünsche eingegangen wie beim Finanzgutachten. Deshalb empfehle ich dir unbedingt, ein Finanzgutachten zu erstellen. Wie gesagt, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Legen wir los. Wo wohnen Sie denn? Also gemietete Wohnung, eigene Wohnung, eigenes Haus und so weiter. Also einfach auswählen und auf Weitergehen. Jetzt ist die Frage, ob du planst, in den nächsten 12 Monaten eine Immobilie zu finanzieren. Da ist die Frage, welche Fahrzeuge du besitzt, ob Auto, Wohnwagen, Anhänger und so weiter. Also einmal ausfüllen und wieder auf Weitergehen. Dann ist die Frage, wie deine Familiensituation ist. Also eigentlich recht einfache Fragen, ob man Kinder hat. Jetzt ist die Frage, was man beruflich macht. Man kann leider nur eins auswählen. Wenn du jetzt aber nebenberuflich selbstständig bist, müsstest du ja zwei auswählen. Also das ist schon mal auch eher schlecht gemacht worden. Und jetzt wird noch gefragt, ob du gesetzlich oder privat krankenversichert bist. Und gehst dann auf Weiter. Deine Berufsbezeichnung kannst du noch optional rein tun. Das lassen wir jetzt einfach weg und gehen auf Weiter. Jetzt kannst du noch deine Freizeitaktivitäten optional hinzufügen. Kann man auch weglassen erstmal. Ob man Tiere hat, ist natürlich auch wichtig für eine Versicherung. Ansonsten einfach wieder weiter. Und dann das Bruttojahresgehalt eintragen und auf Weitergehen. So, jetzt habe ich den Bedarfscheck durchgemacht. Und ich habe die App noch immer nicht auf meinem Gerät. Das ist immer noch die Web-App. Finde ich echt super, dass man nicht unbedingt eine App auf dem Gerät haben muss. Weil mich nervt es, wenn ich immer mehr Apps habe. Das ist zum Kotzen einfach, finde ich. Das Ergebnis vom Bedarfscheck ist, dass eine Berufsunfähigkeitsversicherung fehlt, was ich ein bisschen wenig finde, aber da schauen wir uns gleich genauer an. Erstmal tun wir noch die Verträge hinzufügen. Dazu gehen wir hier auf Verträge und da sieht man stark unterversichert. Genau, da hat man hier die BU und hier sieht man die Versicherung, die ich eingetragen habe und kann jetzt jeweils den Vertrag hinzufügen. Und das machen wir jetzt auch. Wir gehen auf den Vertrag, auf die Kfz-Versicherung und können jetzt Vertrag scannen gehen. Da wird die Kamera aktiviert und du kannst ein Foto machen. Oder du gehst auf Dokument hinzufügen, dann geht der Dateimanager auf und du kannst da den Vertrag aussuchen. Und ich suche jetzt ein PDF aus, deswegen gehe ich auf Dokument hinzufügen, wähle die aus und gehe auf OK. So, jetzt wurde das Dokument hinzugefügt. Du kannst auch noch weitere Dokumente hinzufügen, das will ich nicht. Ich gehe einfach nur auf Fertig. So, das war schon. Jetzt dauert es ein paar Tage, bis
der Vertrag geprüft worden ist. Also wenn ich zurückgehe, steht drauf, dass der Vertrag zwar schon da ist, aber Analyse läuft. Das machen wir jetzt bei der Motorradversicherung auch so. Wir klicken drauf und gehen eben unten auf Dokument hinzufügen. Ist jetzt auch schon hochgeladen worden, gehe wieder auf Fertig und kann jetzt zurückgehen und dann sieht man, dass beide jetzt hochgeladen sind und Analyse läuft. Das kann jetzt ein paar Tage dauern. Deshalb wechseln wir jetzt zu meiner App und wir schauen uns einfach die App genauer an. Das war jetzt der Ablauf, wie du dich anmeldest und wie du Verträge hinzufügst. Und jetzt gucken wir uns auch mal die App an, was für Möglichkeiten man hat. So, jetzt sind wir in meinem Account drin. Man sieht, ich bin auch unterversichert laut Clark. Ich zahle 1.052,02 € pro Jahr, was pro Monat 87,67 € sind. Und meine Top-Empfehlung wäre die Berufsunfähigkeitsversicherung. Obwohl ich eine Grundfähigkeitsversicherung habe, empfehlen sie mir die trotzdem. Wahrscheinlich auch noch zusätzlich, dass ich noch mehr Beitrag zahlen muss. Also das ist ja nicht zielführend. Deswegen, wie gesagt, finde ich das Finanzgutachten vom Marco wesentlich besser. Man sieht einfach die Versicherung, danach den Beitrag. Man sieht hier meine Haftpflichtversicherung. Habe ich auch schon ein Video gemacht. Die will ich dann kostenlos bekommen. Also die geht ab 0 €. Ich bin jetzt bei 24 € und ich glaube, dass ich das schaffen könnte, in ein paar Jahren auf 0 € zu kommen, was echt eine geniale Sache ist. Sondern kommen wir zur gesetzlichen Krankenkasse. Ich bin bei der HKK. Das ist aktuell die günstigste Krankenkasse, die bundesweit agiert. Ich persönlich bin da sehr zufrieden und habe da auch einige Bonusprogramme und auch einen Wahltarif und deswegen kann ich da auch einiges an Geld sparen und habe auch einige Zusatzleistungen, die andere Krankenkassen nicht anbieten. Da jeder unterschiedliche Bedürfnisse hat, habe ich ein Video gemacht, wie du die gesetzlichen Krankenversicherungen vergleichen kannst, nach Leistung und nach Preis natürlich, weil beides sehr entscheidend ist und das Video verlinke ich dir einfach unten in der Videobeschreibung. Kommen wir zur nächsten Versicherung, das ist die Kfz-Versicherung. Da bin ich bei der HUK 24. Ist ja klar, das ist einfach die günstigste, die man haben kann, mit einer extrem guten Leistung. Und da habe ich auch einen Telematiktarif. Deswegen bin ich auch so extrem günstig und da kommt einfach keiner ran. Meine Videos zum Telematiktarif verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Dann habe ich natürlich noch die gesetzliche Rentenversicherung, bin ja Angestellter. Habe auch schon ein Video gezeigt, wie du die Renteninformation richtig lesen kannst. Das Video verlinke ich dir genauso unten in der Videobeschreibung. Bei den gesetzlichen Versicherungen sieht man, wie viel vom Gehalt weggeht. Bei der gesetzlichen Rente sind es 9,3% und bei der gesetzlichen Krankenversicherung sind es 7,64%. Diese zwei Beträge sieht man da oben nicht, wo jetzt hier die 1.000 € pro Jahr stehen. Die zählen nicht dazu, die sind praktisch extra, weil es gesetzlich sind und man kann das jetzt hier nicht einsehen. Man sieht nur diejenigen, die man optional dazu versichert hat. Genau, und jetzt hat man hier die Übersicht. Man sieht praktisch alle Verträge und kann die einzelnen Verträge anklicken. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Grundfähigkeitsversicherung gehe, dann sehe ich halt, wie ich pro Monat bezahle. Kündigungsfrist ist ein Monat. Wann Vertragsende ist, Vertragsbeginn. Monatliche Rente sehe ich. Dann sehe ich den Tarif. Dann sehe ich noch die Versicherungsnummer. Kann Dokumente hinzufügen. Kann Alternativen vergleichen, ob ich eben besser und günstiger hinkomme. Kann einen Schaden melden. Kann eine Frage stellen und den Vertrag kündigen. Kann natürlich auch noch Klage bewerten. Dann kann ich auf Dokumente gehen, dann sehe ich die Dokumente, die ich aktuell hochgeladen habe. Und dann gibt es noch was Wissenswertes, was man hier sich durchlesen kann. Und das war's dann. Also man hat eine richtig gute Übersicht, kann einzelne Verträge ein bisschen genauer anschauen, kann sich da ein bisschen informieren. Genau, und jetzt können wir hier auf Bedarf gehen. Und jetzt kann man sehen, was mir empfohlen wird. Aktuell immer noch eine BU, obwohl ich ja eine GF habe. Deswegen finde ich jetzt nicht mehr, dass ich noch eine BU dazu brauche. Und die meine halt eben schon. Und dann wird hier jetzt Folgendes gemacht, dass einfach mal pauschal gesagt wird, was sinnvoll ist, was sehr wichtig ist und so weiter. Man sieht, Besitz und Eigentum, Hausrat sinnvoll, Rechtsschutz sinnvoll, BU sehr wichtig, Risiko Lebensversicherung wichtig. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt keine Verwandten habe, ist eine Risiko Lebensversicherung eigentlich nicht wichtig für mich. Und das ist, was ich meine, das ist nicht so richtig individuell, das ist einfach nur so ungefähr, was man brauchen könnte. Also es ist nicht so gut, wie es sein sollte oder könnte. Dann hier Krankenzusatzversicherung auch sinnvoll, Unfallversicherung sinnvoll. Hier private Altersvorsorge sehr wichtig. Die wissen nicht, wie viel Vermögen habe ich denn überhaupt? Vielleicht habe ich genug Vermögen, um das nicht zu benötigen. Und das ist einfach die Schwachstelle an der App. Ganz unten sieht man nochmal den Bedarfscheck, den man zuletzt durchgeführt hat am 6.2. zum Beispiel und kann es nochmal aktualisieren, wenn jetzt die Lebenssituation sich geändert hat. Also das an sich Konzept, Idee ist geil, aber die Umsetzung ist nicht so, dass ich sage, dass es für jedermann gemacht ist im Endeffekt. Also da muss man sich schon selbst damit beschäftigen, wie ich finde. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, zur Rente. Das finde ich auch ganz geil, dass die das auflisten. Die haben ja bei mir die gesetzliche Rente eingetragen bekommen. Ansonsten habe ich ja nichts, also von versicherungstechnischen her. Und die sagen, die Rentenlücke ist 161 €. Ihrer Meinung nach, ich meine, ich glaube, wenn man selber ausrechnet, kommt man auf einen anderen Betrag, glaube ich. Das wird nicht so ganz hinkommen. Und man sieht halt eben die Rentenprodukte. Ich habe eben nur eins.
Und die sagen halt, dass du am besten eine private Altersvorsorge hast und eventuell noch eine betriebliche Altersvorsorge. Die wissen aber nicht, was mein Ziel ist und können nicht sagen, hey, mach eine betriebliche Altersvorsorge. Wenn ich mir aber selbstständig machen will irgendwann, dann wird es keinen Sinn machen für mich. Also das finde ich halt echt schade einfach. Und du kannst hier auch mal den Rentencheck aktualisieren. Aber generell, wie gesagt, die Prüfung, was du so brauchst, ist nicht so gut gemacht, wie es sein könnte einfach. Dann gibt es hier noch den Punkt Angebote. Da kannst du jetzt einfach ein Angebot einholen von irgendeiner Versicherung, die du aktuell brauchst. Sagst, okay, ich brauche eine Hundehaftpflichtversicherung und kann ich hier prüfen, kann ich die vergleichen und kannst dir einmal ein Angebot einholen lassen. Du kannst auch ein Gespräch führen mit einem Mitarbeiter. Also ich habe schon öfter mit denen telefoniert. Die sind auch sehr nett. Kompetent würde ich jetzt sagen, nicht alle. Also manche kennen sich wirklich gut aus und sie sind sehr tief in der Materie drin. Und ja, deswegen ist halt schwierig zu sagen, ob das wirklich super gut ist oder nicht. Also ich persönlich finde es immer noch nicht gut genug. Jetzt gehen wir noch kurz ein Angebot durch. Ich nehme das einfachste und zwar eine Hausrat. Die dauert nur eine Minute zum Abschließen und kostet mindestens 1,36 €. Hier auf Loslegen, gib ein, wie viel Quadratmeter meine Wohnung hat, 62 in dem Fall, dann gehen wir auf Weiter. Dann wird gefragt, ob die Adresse die gleiche ist wie beim Clark-Account. In dem Fall ja und hier auf Weiter. Ich sichere jetzt gar nichts ab, also das die kleinsten Schutz im Endeffekt. Gehe wieder auf Weiter. Dann fragt er, ob ich im öffentlichen Dienst beschäftigt bin. Nein. Und Angebot anfordern. Das war schon. Also richtig einfach. Man hat einfach nur ein paar Fragen und die füllt man einfach aus. Nur, wie gesagt, es ist keine richtige Bedarfsanalyse. Okay, jetzt sieht man doch gleich das Angebot und zwar das günstigste mit 20,18 Cent pro Jahr und die Empfehlung ist 29,04 pro Jahr und das Top-Leistung ist 43,64 pro Jahr. Und dann kann man es bestellen. Hier kann man auch die Versicherung vergleichen. Also ich finde es auch gut, dass sie es so machen. Eine Empfehlung in der Mitte, Sparangebot und rechts die Top-Leistung. Und da sieht man einfach den Unterschied bei Wertsachen, 40.000 bei der Top-Leistung und 14.000 bei der Empfehlung. Also ist großer Unterschied. Dann hier Fahrradschutz ist hier sogar dabei und Bestleistungsgarantie haben die zwei Linken nicht und die Top-Leistung schon. Dann Versicherungskosten kann man hier alles anschauen, also detaillierter Vergleich und kann sich den Vergleich aus PDF anschauen und dann kann man auch gleich bestellen im Endeffekt. Und ausgewählt ist gleich die Empfehlung. Also das ist eine gute Möglichkeit, dass man sich hier einfach das mal anschaut und ja, im Endeffekt auch die Versicherung vergleicht. Also das ist ein sehr einfacher Vergleich, wobei du es auch selber machen kannst mit Check24 oder sonstiges. Also das ist jetzt kein Hexenwerk. Da ich keine Hausrat haben will, gehen wir wieder zurück zum Angebot. Dann gibt es noch den Punkt Kontakt. Du kannst praktisch mit jemandem Kontakt aufnehmen. Funktioniert auch echt gut und die antworten sehr schnell und bearbeiten es auch schnell. Bei mir war es eben mit dem Gutschein das Problem und die haben es nach kurzer Zeit geregelt und haben mir dann auch den Gutschein geschickt. Also hat wunderbar funktioniert und das ist so eine Chat-Funktion, finde ich echt geil. Also es funktioniert gut, kannst Anhänge wegschicken. Also das haben sie richtig nice gemacht. Dann gibt es noch den Punkt Menü. Da kannst du noch deine persönlichen Angaben ändern, Anmeldedaten ändern, Einstellungen, Freunde werben, den Support anschreiben oder anrufen, Clark bewerten, die Cookies einstellen und so weiter. So viel zum Menü. Jetzt springen wir zurück zu den Verträgen. Ich habe dir die Clark-App jetzt genauer vorgestellt. Was hältst du von dieser App? Schreib mir deine Meinung unten in die Kommentare. Ich persönlich finde das Finanzgutachten von Marco zielführender und sinnvoller, deshalb verlinke ich es dir nochmal hier oben. Für mehr Geld und mehr Freiheit abonniere jetzt kostenlos meinen Kanal. Aber denk immer dran, machen ist wie wollen, nur krasser.